Die Versandart DDP. Amazon FBA Seller nutzen sehr häufig diese Incoterms, also Delivered Duty Paid, was nichts anderes heißt, als dass der Versender die kompletten Gebühren übernimmt. Versandgebühren, Zölle und Einfuhrumsatzsteuer. Wo es Schwierigkeiten gibt, beziehungsweise wo du rechtlich sogar arge Probleme bekommen kannst, erkläre ich in diesem Video. Dieses Video ist übrigens Teil des AMZ Pro Member-Bereiches, der völlig kostenlos ist. Hier findest du noch viel mehr Informationen über Incoterms, über Amazon SEO, über Marktplatzoptimierung im Allgemeinen, über Produktion, über Qualität, Steuern und Recht. Also, wenn dich das interessiert, wenn das dein Thema ist und du möchtest noch tiefgehende Informationen haben, dann melde dich an in unserem Member-Bereich. Dort findest du unveröffentlichtes Material. Und jetzt viel Spaß bei dem Video. Prima, dass du dran geblieben bist. Mein Name ist Jens Lindner und auf diesem Kanal geht es um das Thema E-Commerce. Die Produktion von Artikeln in Asien, der Import in die Europäische Union, der Verkauf auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, als auch einen eigenen Onlineshop und Steuern und Recht. Wenn das dein Thema ist und du bist interessiert, dann abonniere den Kanal, drücke die Glocke, damit du informiert bist, sobald ein neues Video online geht. Heute geht es um die Versandart DDP, also Delivered Duty Paid oder von den Asiaten auch gerne Special Channel genannt. Und dieser Kanal ist wirklich special und birgt eine Menge Gefahren. Aber dazu später mehr. Jetzt geht es erstmal darum, wie DDP überhaupt funktioniert. DDP ist eine relativ einfache Methode, um Ware aus Asien zu importieren. Das heißt, der Käufer kauft die Ware beim Hersteller, der Hersteller verschickt die Ware. Der Hersteller zahlt Zölle und Einfuhrumsatzsteuer und leitet dann die Bestellung weiter an den Käufer. Völlig easy, ist quasi so, als wenn du bei Amazon oder eBay irgendwas bestellst. Es kümmert sich der Hersteller um alle Formalitäten. Hört sich erstmal ziemlich gut an. Der Hersteller bzw. der Auftraggeber, der außerhalb der Europäischen Union sitzt, braucht einen Vertreter für den Import in die Europäische Union. Hier gibt es zwei Arten von Vertretung, einmal die direkte und einmal die indirekte Vertretung. Die direkte Vertretung handelt auf Namen und Rechnung des Auftraggebers. Dies ist nur dann zulässig, wenn der Auftraggeber in der Europäischen Union sitzt. Das ist nicht der Fall. Also braucht man eine indirekte Vertretung, die auf eigener Rechnung im Namen des Auftraggebers handelt. Und da fängt schon das erste Problem an. Denn sobald die Spedition bzw. die Vertretung auf eigene Rechnung handelt, ist sie auch haftbar für die Einfuhrangaben. Das heißt, waren diese mangelhaft und es muss nachverzollt werden, muss der Spediteur hier die komplette Verantwortung übernehmen und am Ende des Tages auch dann die Zahlung leisten. Und das will der Spediteur nicht wirklich, denn in den allermeisten Fällen sind die Angaben nicht korrekt. Daher bedient er sich eines Tricks. Und zwar meldet der Spediteur nicht als Auftraggeber den Absender an, sondern den Empfänger der Ware, der ja in Europa sitzt. Das heißt, in diesem Falle übernimmt der Spediteur die Vertretung direkt. Dadurch, dass der Auftraggeber, der vermeintliche Auftraggeber ja in Europa sitzt, kann er auch eine direkte Vertretung übernehmen und handelt dann im Auftrag und auf Rechnung des Auftraggebers. Die Probleme, die er zu erwarten hat durch die Falschangabe, sind weitaus geringer als die Kosten, die er bei einer Nachverzollung tragen müsste. Das heißt, hier ist es für den Spediteur eine Risikoabwägung. Wo kriege ich die größten Probleme bzw. kann den größten finanziellen Schaden erleiden? Und da ist die Falschmeldung des Auftraggebers sicherlich die einfachere Variante. In diesem Falle wäre das komplette Risiko beim Käufer, da er ja der Importeur der Ware ist. Und das zieht auch gleichzeitig in den allermeisten Fällen eine Steuerprüfung nach sich. Denn auf der einen Seite importiert der Empfänger Ware und auf der anderen Seite macht er diesen Import steuerrechtlich bei seiner Buchhaltung nicht geltend. Das heißt, hier gibt es Unregelmäßigkeiten in der Buchführung. Bei einer Steuerprüfung würde dann der Finanzbeamte feststellen, dass die Importunterlagen fehlen. Und er könnte zu dem Schluss kommen, dass es sich hier um den Tatbestand der Schmuggelei handelt.
Nachverzollung und ein hohes Bußgeld könnten hier dann tatsächlich festgelegt werden. Es gibt ein weiteres Problem bei den Vorsteuern. Denn Vorsteuer können nur dann geltend gemacht werden, wenn der Import der Artikel für das Unternehmen gedacht bzw. genutzt werden. Bei DDP ist die Beleglage aber nicht ganz so klar und reicht nicht aus, um diese wirklich abzugsberechtigt einzureichen. Bei einer späteren Steuerprüfung kann dies dann zu Problemen führen. Hier wäre mit einem erheblichen Aufwand in Bezug auf Aufklärung und Dokumentenbeschaffung zu erwarten. Dieses kann im Übrigen auch mehrere Jahre zurückliegen. Und da wir schon bei dem Thema Umsatzsteuer sind, wurde ein indirekter Vertreter bestellt, dann kann die Einfuhrumsatzsteuer nur in Form von Vorsteuer geltend gemacht werden. Vorsteuer, die auf der Rechnung des Spediteurs aufgeführt wurden. Denn nur derjenige, der die Produkte in die Europäische Union einführt, ist Einfuhrumsatzsteuerberechtigt. Und das ist nicht der Empfänger, sondern das ist die indirekte Vertretung. Das heißt, bekommt man keine Rechnung von der indirekten Vertretung, kann man sich die Vorsteuer auch nicht ziehen. Oftmals sind die Vorsteuer ein großer Teil der Gewinnkalkulation aus Asien. Und zu guter Letzt gibt es das Problem der außenwirtschaftlichen Einfuhranmeldung, die immer der eigentliche Empfänger der Ware ist. Nicht der Versender und auch nicht der Vertreter. Somit differieren Zoll- und Einfuhranmeldungen. Warum nutzt man überhaupt DDP? Auf der einen Seite für den Empfänger die einfachste Versandart, er muss sich um nichts kümmern. Bestellt, bezahlt, geliefert, that's it. Auf der anderen Seite hat der Absender enorme Vorteile. Erstens verschleiert er die Herkunft der Ware. Man weiß nicht genau, wer die Ware tatsächlich abgeschickt hat. Zweitens verschleiert er die Einfuhrangaben. Das heißt, wie hoch ist der Warenwert, der angegeben worden ist. Hier kann auch dann der Absender nochmal ordentlich Geld sparen, was ebenfalls dann Grundlage seiner Preiskalkulation meistens ist. Der einfachste Weg, alle Probleme auszuschließen, wäre es, DDP komplett abzulehnen. Eine gute Alternative wäre zum Beispiel CIP, also Carriage Insurance Paid. Hier gibt es auch eine Door-to-Door-Lieferung, allerdings müssen Zölle und Einfuhrumsatzsteuer vom Empfänger selbst bezahlt werden. Somit hat man hier die komplette Dokumentenlage dann im eigenen Haus, was sicherlich bei einer Steuerprüfung die beste Variante ist. Wenn diese Informationen nützlich für dich waren, dann abonniere den Kanal, drücke die Glocke, damit du informiert wirst, sobald ein neues Video online geht. Und falls du Freunde und Bekannte hast, die mit diesen Informationen auch was anfangen können, dann empfehle diesen Kanal gerne weiter. Macht's gut, bis dann, bye bye.